11-jährige Misi Boros spielt meisterhaft klassisch Klavier und nutzt dabei moderne Technik. Mit der App Musica Piano des Budapester Musikverlags Könemann hat er Zugriff auf sämtliche bekannten Klavierpartituren. Und das völlig kostenlos. Für Misi haben die alten Notenblätter ausgedient. Mein Rucksack, den ich jeden Tag tragen muss, wiegt 5 Kilogramm. Ich habe 4-mal in der Woche Unterricht. Und ich habe es satt, immer meine schwere Tasche zu schleppen. Aber mit dieser App wird alles viel einfacher. Alle Partituren sind auf dem Mobiltelefon verfügbar. Das wiegt nur ein paar Gramm. Ich habe oft darüber nachgedacht, einen Datenstick am Klavier zu benutzen, damit ich digitale Partituren lesen kann. Diese App bietet mir jetzt genau das. Auch für das Klavierstudium ist die App hilfreich. Sie macht die Kommunikation zwischen Student und Lehrer einfach, auch wenn sie weit voneinander entfernt sind. Und theoretisch kann sich jeder Student mit jedem berühmten Pianisten und Lehrer austauschen. Und das weltweit. Der berühmte Konzertpianist Vasari ist bei der Präsentation der neuen App als Ehrengast geladen und von den völlig neuen Möglichkeiten beeindruckt. Das Gerät nimmt das Spiel auf. Und wir können das spielen. Wir können das aber auch auf Aufnahme stellen. Warum diese Anwendung so revolutionär ist? Nun, Fakt ist doch, dass zum ersten Mal in der Geschichte ein Musikverlag alle seine Inhalte in eine Cloud gibt. Zum ersten Mal gibt es in einer digitalen Cloud mehr Noten für klassische Musik als in irgendeinem Musikgeschäft weltweit. Ein weiterer Vorteil ist, dass die App auch Probenarbeit ermöglicht und dass das außergewöhnliche Wissen großer Klavierinterpreten nun für alle dauerhaft zugänglich gemacht wird. Zuallererst scannen wir die originalen Dokumente ein, originale Partituren. Das ist allerdings kein normaler Scanprozess, sondern wir verwenden sogenannte ORC-Technologie. Das ist eine intelligente Zeichenerkennung. Sie erkennt, das ist ein Notenkopf, das ist eine Pause oder ein anderes musikalisches Zeichen. Und dann wird das alles an der richtigen Stelle wiedergegeben. An der Entwicklung der Musica Piano App waren auch Musikwissenschaftler maßgeblich beteiligt. Jedes einzelne eingescannte Dokument wurde von ihnen überprüft, denn einige Komponisten sind nicht nur musikalisch tricky. Wenn es nachträgliche Änderungen in den Partituren gibt, wie zum Beispiel im Werk von Bach, muss von Hand nachgebessert werden. Bach hat nach Beendigung und Veröffentlichung dieser Komposition nochmal 2 Noten hinzugefügt. Im Originalmanuskript kann man 2 unterschiedlich geformte Notentypen erkennen. Die Köpfe sind flacher. Da das Manuskript original ist, müssen wir beide Versionen akzeptieren. Musica Piano ist ein Geschenk an alle, die Klaviermusik lieben. Denn das Wissen um sie und ihre Interpreten und das Erlernen steht nun allen offen.